zu 1, die Aufnahme führt direkt über der 16. Minute einen Elfmeter, Kramaric zum 1:0 vor 24.747 Zuschauern und der Ausgleich kurz nach der Halbzeit durch Henning zum 1:1 Endstand in Hoffenheim. Leverkusen besiegt Bayern mit 3:1 ausverkauft, natürlich 30.200 Fans in Leverkusen 0:1. 13.000 ziemlich frei vom Tor, offenbar kein Problem für ihn. Dann geht es Schlag auf Schlag. Freistoß, Bailey, 53. Minute 1:1. Dann Volland, 2:1 in der 63. und kurz vor Schluss, 69. Minute, die Entscheidung. Alario, 3:1 gewinnt Leverkusen gegen Bayern München. Frankfurt gegen den BVB vor 51.500 Zuschauern. Reus in der 22. Minute zur Führung für die Schwarz-Gelben. Und Jovic in der 36. Also zum Pausenstand der Arbeitszeit. Der Endstand war 1:1 in Frankfurt. Hertha BSC unterliegt dem VfB Wolfsburg vor knapp 14.000 Zuschauern. Weihorst in der 66. Spielminute mit dem Tor des Tages. Hertha unterliegt Wolfsburg. Und Nürnberg trennt sich vor knapp 36.000 Zuschauern, wenn das hier stimmt. 1:1 vom SV Werder Bremen, 1:0 für die Gäste Eggestein in der 64. Minute, kurz vor Schluss, 27. Spielminute. Wie gesagt, mit dem 1:1 Ausgleich für Nürnberg ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, die Reihe wäre schöner gewesen, aber ein Punkt nach 0:1 in der Liga. Geht vielleicht noch so eben durch.